meine lieben Kinder der Nacht, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt hierbei. Dem Fürsten der Finsternis, Graf Dracula. Jonathan Harker, wir sind Jonathan Harker und wir haben uns hier letztes Mal so ein bisschen umgeschaut. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann haben wir da dieses komische Fernglas gefunden, ne? Dieses Teleskop. Und wir wollen es mal ganz kurz schauen, ob da eventuell was mit zu machen ist. Deswegen gehen wir mal in unser Zimmer zurück. Wir müssen hier jetzt hoch, das wissen wir schon, das haben wir letztes Mal ausfindig gemacht. Jetzt gehen wir mal hier gucken. Ich habe übrigens die Ingame-Sounds einen Tacken leiser gemacht, und weil das hier ziemlich laut war und ich ein bisschen leiser war und keine Ahnung. Ne? Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier ins Inventar, klicken mal das Fernglas an und dann gehen wir raus. Und okay, können wir das jetzt benutzen? Oh, schaut mal. Da steht ein finsterer Geselle an einer Brücke und wärmt sich die Flossen. Okay. Ich glaube, das war erstmal alles, was wir hier machen können. So. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich glaube, das wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, uns hinterher noch wichtige Dienste leisten, dieses Fernglas. Und insofern mein Vorschlag zur Güte, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen raus, liebe Leute. Wir müssen uns da draußen ein bisschen umsehen. Wir wissen ja, die nette Dame und auch der Ziegenpeter hat uns gesagt, von wegen, es wäre besser, nicht zum Schloss zu gehen, aber das interessiert uns ja nicht. Wir sind ja Jonathan Harker, ein mächtiger Vampirjäger. Ne? Wir gehen uns jetzt mal draußen um. Von da kommen wir ja. Ne? Wir kommen daher, wir können daher und wir können daher. Wir gehen erstmal ein bisschen ums Haus, gucken, was da so gedroschen ist. Ne? There's the moon. Oh, I've got a ticket to the moon. Und ihr wisst ja, ich bin angstfrei, ne? Also, oh, was haben wir da? Gucken wir mal. Okay, da klickert es ein bisschen. Ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, ob der Sound sonst zu leise ist, weil ich reguliere ihn ja später noch immer ein bisschen nach. Aber so, da waren wir jetzt und... Aha. Na, jetzt geht's. Wo geht's denn da hin? Ah, ein Brunnen. Kommen wir da hin? Ist geschlossen. Der Boden ist abgeschlossen. So, das. Na ja, gut, okay. Dann gehen wir dann mal raus. Gehen wir mal hier hin. Oh, das ist der Typ, den wir gerade mit dem Fernrohr gesehen haben. Oder nicht? Mal gucken, ob er uns wohlgesonnen ist. Hau ab hier und komm nicht wieder. Ich sollte das keine Zeit mehr verlieren. Alter, hast du mich gerade? Pass mal auf. Ich bin Spiegel 45, ein mächtiger Pirat und... Hau ab hier und komm nicht wieder. Okay, ich glaube, den Gesellen lassen wir erstmal in Ruhe. Was kommen wir hier hin? Wir gehen jetzt erstmal den Fall nach, liebe Leute. Das ist immer eine gute Sache. Ah, da gibt es ein paar Schilder. Gucken wir mal so. Oh, oh. Da scheint es zum Friedhof zu gehen. Da geht es zurück, glaube ich, zum Gasthaus. Und hier geht es zur Brücke. Da kommen wir ja gerade her. War ein kleiner Reinfall, ne? Was ist hier? Ah, ein schöner Tannenbaum, ne? Ach nee, da sind wir beim da sind wir beim Gasthof. Moment, wo kommen? Warte mal, da geht's zur Brücke und hier zu. Ich bin halt nicht hier. Okay, da geht's. Wo geht's? Das ist ein bisschen tricky. Also die Wege sind hier ein bisschen tricky. Wir gehen mal hier lang. Hier sehe ich irgendwie eine Spitzhacke. Oh, das scheint eine Mine zu sein. Abgeschlossen, natürlich abgeschlossen. Da ist immer alles abgeschlossen. Wenn ich komme, tun ist immer alles dicht hier. Pass mal auf, gucken, sonst noch irgendwo. Okay, dann waren wir jetzt gerade. Ja, da waren wir. Hier waren wir nämlich. Okay, da ist unser... Da geht's zur Brücke. Hier ist unser Gasthaus. Wir gehen mal in die Richtung Brücke. Mal gucken, ob wir da mal irgendwo anders hinkommen. Ihr wisst ja, in einem Spiegel 45 in Orientierung, das ist nicht so wirklich seins, ne? Ja, da geht's nur zur Brücke, glaube ich, ne? Hier geht's zurück zum Link. Wir gehen trotzdem mal den Weg. Na, da ist der Typ wieder. Das bringt also gar nichts, Leute. Das bringt gar nichts. Na gut, dann gucken wir mal, wo wir sonst so hinkommen. Oh, das ist das Friedhof? Friedhof? Geh mal zum Friedhof, Leute. Das ist ja... das sieht nach einem Friedhof aus. Das sieht nach einer Kirche aus. Friedhof um die Zeit. Transsilvanien? Dracula? Vorne sind wir wirklich auf dem Friedhof? Oh, ist das der... Ist das der...
ist Mavic 1871 bis 1897. Aber nicht sehr alt, hat ein schönes Kreuz da an der Wand drauf und so. Hört ihr diese Geräusche? Ich hoffe, ich habe den Sound jetzt nicht zu leise gemacht, aber ich... Seht ihr, was ich sehe? Seht ihr, was ich sehe? Gehen wir da jetzt hin? Wir gehen jetzt mal hin. Das ist übernatürlich, oder? Das Übernatürliche, das ist manchmal ein bisschen gruselig, und. Okay, wir gucken erstmal hier. Oh, das ist ein böser Engel. Sind das die Wölfe, die heulen? Was steht da? Cave Tantum Re Sanctum, bla bla bla. Mein Gott. Das ist eine lange Beschreibung von meinem Gott. Pass mal auf, das ist. Okay, das Übernatürliche. Wir haben uns darauf eingelassen, wir müssen jetzt mutig und tapfer sein. Ich klicke da mal drauf. Aha. Scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Haben wir denn irgendwas im Inventar, was uns da helfen könnte? Nisch, das Ding ist nackig wie eine Nacht. Wir werden doch jetzt in das Grab verständen müssen, Freunde. Ich habe da dunkel als in Erinnerung, dass da sowas war. Wir müssen jetzt, glaube ich, den Grabschänder spielen. Das ist Jonathan Harker und der Mann kennt keine Verwandten mehr, außer seine Mina, ne? Und. Okay, dann müssen wir versuchen, das jetzt hier Spitzhacke, ne? Resurrection heißt ja Wiederauferstehung, ne? Manchmal ein bisschen tricky, da wird nichts angezeigt. Ich weiß, ich muss das Ding jetzt nehmen, weil das darauf baut das Spiel so ein bisschen auf. Das ist sehr zentral ist ein Drachen, der sich selbst im Schwanz beißt. Ne? Ich weiß nicht, wer bei euch von mir oder von euch bei mir irgendwie mal einen Drachen gesehen hat, nur den Gesangswettbewerb, den ich gerade aktuell mache, teilnimmt. Aber gut. Wir gucken uns das Ding mal an. Das ist schade, wir können uns das hier irgendwie nicht viel angucken. Aber gut, ich glaube. Ihr habt keine Angst, Freunde. Ich weiß, dass ihr keine Angst habt. Deswegen können wir hier irgendwas machen. Die Spitzhacke ist auch schon weg, ne? Ja, die Spitzhacke ist. Gut, denn da war noch irgendwas, ne? Wieder raus. Friedhof, das muss ich jetzt nicht unbedingt regelmäßig haben. Okay, dann da lang. So, Moment. Da kommen wir jetzt gerade her. Was ist, wenn wir hier weiter geradeaus gehen? Was? Was ist das? Ach, das ist unser Gast. Oh, ein einsames Kreuz, liebe Leute, das ist alles so. Cool. Okay, da kommen wir zurück zum Gasthaus. Warte mal, hier ist. Waren wir jetzt hier? Ne, wir müssen, glaube ich, hier, ne? Okay, das ist der Friedhof? Oder ist das. War das der. Ich gehe jetzt mal hier den schmalen Gang entlang. Okay, das ist ein Pfeil. Pfeil ist geil, wisst ihr, ne? Kreuze dran, ist das beruhigend, gut zu wissen. Mein Gott. Was ist das? Hat da einer eine Eule irgendwie dran gekloppt? Das ist ja unglaublich.
Da hat sich an eine Eule dran geklopft. Oh, was ist das? Das ist das Slingsding. Ich glaube, das ist eine Schleuder. Das sieht man nicht an, dann müsste das eine Schleuder sein. Irgendeine Steinschleuder. Okay, das ist aber... And then we'll do another one just now. Okay. Okay, langsam. Ich bin bei euch. Ich bin auf jeden Fall bei euch. Das ist so. Okay. Ja. Unter dem Ich muss ein bisschen singen. Ja, nachts auf dem Friedhof oder im Dunkeln muss man singen. Dann hat man weniger Angst, ne? Pons. Okay, bei Pons kommen wir erstmal nicht mal zurück. Wir gehen erstmal zurück ins Haus. Mal gucken, ob die noch irgendwas zu erzählen haben. Wir haben ja jetzt ein bisschen was gefunden. Und da muss man immer zurückgehen, um da noch mal ein bisschen, sagen wir mal, die Sachen abzuklären, ne? Blue moon on the ship with Bobble doodle doodle Bobble doodle 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 say blue blue doodle up I say blue moon of Kentucky we keep on shining. Okay, ich bin nicht mehr im Dunkeln, ich brauche nicht mehr singen, ich habe jetzt gar keine Angst mehr. Und insofern, hey Kollege, pass mal auf. Oh yeah, gotta get into the ring. Mein Gott, du hättest diesen Gegenstand nicht anrühren sollen. Echt? Das Unglück ist erneut über uns. Nimm dich in Acht, du ahnst nicht, welchen Kräften du dich entgegenstellst. Das ist Dracul, der Teufel. Dracul. Hat das was mit dem Grafen zu tun? Dracula bedeutet Sohn des Drachens. Und hier in Transsilvanien ist der Drache eine Kreatur, die Unheil, Chaos und Zerstörung bringt. Er bewacht hier die Pforten zur Hölle. Ich weiß nicht, ob er mal einen Drachen gesehen hat, aber der ist friedlich, also das ist Dracul. Dracula bleibt Sohn des Drachens. Okay, was haben wir hier? Diese Schleuder fand ich am Kalvarienberg. Schleudern sind praktisch. Die kann man immer brauchen, wenn man jagt oder wildert. Ich jage oft Vögel in der Nähe des Sees, oben in der alten Eiche. Dort sind immer sehr, sehr viele. Auf dem Kalvarienberg war auch ein Vogel, aber der war gekreuzigt. Ah, die Verdammten! Das war sicher Viorel und seine Bande. Sie sind die bösen Geister Draculas, wilde Bestien. Ich jage, um mich zu ernähren. Sie aber töten, um wer weiß welchem Teufel Opfer zu bringen. Sie waren eine Zeit lang verschwunden und sind erst jetzt seit kurzem wieder da. Er jagt, um sich zu ernähren. Ich jage gar nicht. Ich bin da nur im Supermarkt. Das ist hier... Okay, es sieht alles gar nicht gut aus, Freunde. Das, ich beschuldige nichts, ihr wisst das. Ich bin da knallhart. Ne, und wir gehen jetzt mal zu unserem Herzallerliebsten, ne? Unsere Schönheit, ne? Süße, pass mal auf. Wir haben jetzt ein bisschen was gefunden. Was hältst du denn davon? Hören Sie, auf dem Friedhof habe ich unter Steinen einen seltsamen Ring gefunden. Ein mysteriöses blaues Licht zeigte mir den Ort. Die haben die blauen Flammen gesehen? Die blauen Flammen erscheinen nur in den Nächten, in denen die Dämonen sich von ihren Fesseln befreien. Kein Mensch würde sich hier in solch einer Nacht hinauswagen, selbst wenn die Flammen ihm zeigen, wo Schätze vergraben sind. Schätze? Als ich ein Kind war, erzählte mir meine Großmutter die Geschichte der Invasionen, die unser Land jahrhundertelang heimsuchten. Es gibt kaum einen Quadratmeter Boden hier, der nicht mit Menschenblut getränkt wurde. Die Eindringlinge fanden allerdings nicht viel vor. Die Mishas hatten allen wertvollen Besitz vergraben, um zu verhindern, dass er in die Hände dieser Barbaren fiele. Das heißt, dieses Gold sei verflucht. Fort von mir mit diesem Ring. Baby, ich bin's. Ja, das ist... Okay, das ist... mein Lieber, das ist alles sehr beängstigend. Ich will euch nicht beunruhigen, aber es wird noch schlimmer. Jetzt müssen wir langsam... Schleuder, okay, wir gehen nochmal raus. Gehen wir nochmal raus. Das aus dem Haus. Bin gleich ist wieder meine Folge. So, ich glaube, wir haben noch nicht alles gefunden. Wir müssen viel, viel mehr finden, Freunde.
hier? Kommen wir hier noch lang? Kommen wir gar nicht lang? Und wir gehen jetzt mal hier. Hier. Aha. Da geht es zur Brücke. Aber wir müssen noch irgendwas anderes finden, Freunde. Ich weiß das genau. Ich gehe mal da lang. Da komme ich da zurück. Ne, da komme ich zurück. Dann gehen wir mal hier lang. Da sehe ich einen knochigen alten Baum mit einer schönen Leiter dran kleben. Und ich gehe mal einen Fall entlang und das... Ist das nicht einer von den Gesellen, die uns da in der Kneipe so dumm angerempelt haben? Pass mal auf, Kollege. Du kriegst jetzt erstmal hier... Geh von dieser Hütte weg! Sonst bekommst du es mit mir zu tun! Okay, das war eine deutliche Ansage, liebe Leute. An die halten wir uns jetzt auch erstmal. Ich sag's erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und, naja, ich meine, ja, kleine Dickmops hier... ein Hochsitz. Dann gucken wir uns, glaube ich, dann beim nächsten Mal irgendwie ein. Ich weiß nicht, ich bin... Wie gesagt, wenn ihr Angst habt, dann schreibt es mir rein. Dann singen wir ein bisschen mehr. Ich kann ja ein bisschen singen und dann machen wir das auch, liebe Leute. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Halt die Vaka. Ciao, ciao, sagt er. Dracula. Jonathan Harker. 45.